Ich wollte. Warte, warte, warte. Läuft schon. Du hast Pech gehabt. Sag was. Ja. So, da sind wir wieder. Wir haben auch einen kleinen Gast heute. Ist der wirklich so klein? Hallo. Er ist größer als ich, aber. Wir haben einen. Ja, keine Ahnung. Egal. Wir haben einen euch hoffentlich bekannten Gastredner dabei. Und ja, in dem Fall. Es ist Teragi, weil er sich ja selbst nicht vorstellt, muss ich das ja jetzt tun. Ne. Ist ja, eure Aufgabe. Was denn, wenn wir dich erwähnen, darfst du gerne was sagen dazu? Naja, auf jeden Fall für irgendwen, der ihn noch nicht kennen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, weil er öfters schon erwähnt wurde, aber ist ebenfalls ein Let's Player und hat mit mir zusammen angefangen, ich glaube sogar ein paar Tage vor mir angefangen, zumindest mit Videos hochladen, Account-Erstellung hatten wir gleichzeitig. Am 1.1. habe ich angefangen. Ja, da habe ich meinen Account erstellt, aber Videos habe ich später hochgeladen. Am 1.1. habe ich mein erstes Video hochgeladen. Dann, wie gesagt, du bist ein bisschen vor mir da gewesen, auf jeden Fall. Ebenfalls ein Let's Player, macht auch mittlerweile, ich glaube, ja, du machst auf jeden Fall mehr Let's Plays als ich, nicht nur mehr Folgen, auch mehr Spiele. Und, naja, in meinem Kanal befinden sich auch alle möglichen Links, könnt ihr euch gerne mal angucken, geht gerne mal da vorbei. Und trotzdem sind wir hier jetzt zurück mit Anno. Minecraft, ich hab's letztes Mal schon gesagt. Ja. Was ist los mit mir? Oh. Ich fange schon wieder an. Mach einmal was, mit sterbe, Profis arbeiten. Mach du. Ja, wir sind hier gerade am Blubbern. Ja. Ja. Was hast du für heute geplant? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte eigentlich an die Farm ran, hinten an die Melonen und an die Kürbisse. Und außerdem wollte ich vielleicht den Grundriss von der anderen Festung schon mal abstecken. Mal gucken, ob ich das mache oder ob mir zwischendurch wieder was anderes einfällt. Aber erstmal raus aus diesem Pissbecken. Genau. Ja, ich mache mich hier an das Haus wieder ein bisschen weiter ran. Winde so ein bisschen einreißen. Machst du dich an das Haus ran? Holz weg. Ah, ja. Oh Mann. Das arme Haus, das hat keine Ahnung, worauf es sich einlässt. Ja, auf jeden Fall. Hast du sogar das ganze TNT hier weg? Das ganze TNT. Das, was du vorher hier gelegt hast, gerade vorhin. Das ist kein TNT. Okay. Das, was ich gelegt habe, habe ich in die Luft gejagt. Okay. Gut. So, die Eisentüren. Ja, die kommen auf jeden Fall raus. Ja, hau sie bitte raus. Das ist total schrecklich. Weiß doch nicht, was der sich dabei einfallen lassen hat, ne? Mein Gott, lass ihn doch. Ich habe schon viele gesehen, die diese Türen bauen, aber ich bin absolut kein Freund davon, weil man halt ständig drin hängen bleibt. Ja, das ist total schnervt. Mit dem scheiß Druckknopf und man kann sie ja sonst nicht öffnen. Teleporter war davor. Verlaufe ich mich schon in unserem eigenen Hafen? Das ist, ja. Ihr habt ja auch schon einen riesen Hafen gehabt, bevor ihr da angefangen habt. Tja, Teragi, du musst es ja nur Pflasterstein. Ey, guck ihn dir wenigstens jetzt mal an. Es hat sich hier einiges verändert, seit du letzte Mal hier warst. Ja. Genau, Teragi, komm doch mal jetzt hier hin. Hat der Rechte? Ich glaube noch nicht. Er war noch nicht online, seit wir hier alles geändert haben. Müsste ich ihm dann geben, das wäre aber nicht das große Problem. Und zum Rumzeigen braucht er keine Rechte. Ja. Dreck, komm doch mal. Herumzeigen? Was heißt denn hier herumzeigen? Du kennst dich hier nicht mehr aus. Jetzt sich so viel mittlerweile verändert, dass es, ich glaube, du. Ich weiß nicht mal, ob du deinen Weg zu deinem halt deiner komischen Hütte noch findest. So, da hinten Hütte. Sand. Ja, der hat angefangen. Er hat ein Loch im Boden und er hat eine halbe fliegende Insel. Achso, ja, dann kenne ich doch beides. Loch im Boden? Hallo, das war meine Mine. Ja, eben, dein Loch im Boden, sag ich doch. Das ist kein Haus, das ist eine Mine. Das ist ein Loch im Boden, das ist das, was du hast. Gut, ich sollte jetzt auch nicht zu groß tönen, ich habe auch noch nicht viel Hausmäßiges gebaut, aber. Ja. Na gut, immerhin meine Farm ist überirdisch. Ja. Also die für Getreide und so ein Kram. Ich spreche jetzt nicht von meiner Rastermine. Ist ein bisschen größer. Ich hatte angefangen von vorhin offscreen, bevor wir aufgenommen haben, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, dass ich ein Thema hätte, wo ich Teragi vielleicht auch mal zum Quatschen bringe. Ich hoffe mal, ich habe damit nicht übertrieben. Das wäre einmal das, was ich mit Mike vorhin schon mal hatte. Das wäre eine einfache Frage, über die man eigentlich Romane labern kann. Was würdest du an Minecraft verändern wollen?
Von mir aus auch, wenn es das schon als Mod gibt, aber was hättest du gerne im Spiel, was es so noch nicht gibt? Boah, Minecraft verändern wollen? Ja. Fliegen. Komm, das ist alles inwiefern spezifiziert ist. Genau. Keine Ahnung, also oder so. Was nochmal? Ein Pegasus als Reittier oder so. Och nö, nicht Derpy, geh weg. Derpy, Pegasus. Oder ein Pegasi oder wie man die nennt. Ist doch wurscht, aber. Also du willst einen Mount haben, was flugfähig ist. Ja, dann hat man wenigstens auch mal ein bisschen Überblick, wenn man. Wenn wir schon mal dabei sind, dann willst du doch garantiert auch einen Wassermount haben, quasi, was weiß ich, ein Seepferdchen. Wie auch immer, keine Ahnung. Hydra King. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Also, andere Fortbewegungsmittel im Allgemeinen. Also nicht nur Reittiere, würde ich sagen, sondern auch alles mögliche anderes. Willst du dir ein Auto bauen, ein Buggy? Für die neuen Unterwassertempel wäre ein Taucheranzug ganz gut. Ja, das haben wir ja mehr oder minder mit jetzt wieder auf dem Server. Wir haben ja wieder den Kürbishelm. Also so zumindest ja. Ein bisschen was in der Richtung haben wir. Ich brauche Material. Was brauche ich denn für die Mine? Und? Was sonst also noch Pegel? Los? Sag mir nicht, das wäre alles. Noch da? Vielleicht. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gerade echt überlegen, was ich an Stuff brauche. Könnt ihr ja mal was sagen, Mensch. Ey, wir haben in der letzten Folge das schon alles ausdiskutiert. Mir fällt da jetzt gerade nicht mehr allzu viel ein. Ich spiele nicht lang genug, oder ich spiele im Moment nicht viel. Ich wollte gerade sagen, du spielst schon wirklich Minecraft. Lange genug, aber du hast nichts außer, dass du fliegen können willst, was du an Minecraft verändern willst. Bei mir war es zum Beispiel, das hat Mike auch noch erwähnt, andere Beleuchtungssysteme, andere Redstone-Systeme, dass du halt nicht mehr nur eine Redstone-Leitung mit einem Block Luft dazwischen legen kannst, sondern mehrere Kabel quasi nebeneinander. Was hat man noch? Die Mod, die ich mal einmal erwähnt hatte, dass sich Senken und Täler bei Regen mit Wasser füllen. Das ist Kanalisationssysteme, Pumpensysteme und so ein Kram. Das ist mir noch direkt eingefallen. Was hat man noch? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ist auch schon Minecraft in der Türkei verboten wird, weil es ja zu brutal ist. Ja, das habe ich auch gehört und ich finde es äußerst amüsant. Nummer. Ja, in der Türkei soll Minecraft indiziert werden, weil es ein, ich weiß nicht, was gewaltverherrlichendes Spiel oder wie haben sie es bezeichnet? Das ist halt ein Spiel, wo du was aufbaust, eine Welt erschaffst, aber um diese Welt zu beschützen, musst du Kreaturen töten und das ist viel zu brutal. Noch nie was von Peaceful gehört, wa? Ja. Tja, das ist ja... Wäre doch auch lustig, wenn du Minecraft auf türkische Sprache umstellst, das wäre jetzt so meine Lösung dafür, wenn du die Sprache auf türkisch umstellst, oder die Region vom Rechner, oder die Türkei ist, wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall, dann gibt es nur noch den Peaceful Mode. No. Das ist doch die Lösung. Oder, Ragi, was hast du dazu? Peaceful. Ich hab Peaceful gerne mal gespielt, wenn ich da mal was ausprobieren wollte und so. Oder eher creative als Peaceful. Ah. Peaceful ist Lego für Anfänger. Was denn? Ah, Lego. Wird heutzutage alles von... Das ist Klötzchenstapel, das ist nichts anderes. Ja. Aber wird das heutzutage von Lego gibt, nicht gibt. Ja. Die ISS. Die kommt auch bestimmt. Ich glaube, die kommt auch bestimmt irgendwann als Lego-Sortiment oder sowas. Scheiße, ich baue mir jetzt aus Cobblestone eine Axt. Es gibt kein Lego Dragon Ball, weil Lego dafür die Rechte nicht hat. Ja. Lego Technik war immer noch am besten. Das ist allgemein, ich hab's gefeiert. Ja, allgemein, aber. Wie hießen die komischen Roboter noch? Kennt ihr noch? Ich kenne sie, aber frag mich nicht, wie sie hießen. Bionicle. Genau, ach, die Scheiße. Bionicles, ja. Genau. Die waren cool mit ihren komischen... Oh, ich bin immer noch im Creative, fällt mir gerade auf. Verdammt, von vorhin noch. Schön. Ja, ich hab's gerade gemerkt, weil sie irgendwie die Blöcke so schnell abgebaut haben.
mit ihren komischen Disco-Scheiben, die man da mit dem Federarm so wegschießen konnte. Gott. Gab's da nicht sonst noch irgendwas, so was ähnliches von Lego? Kam nur in mehreren. Übrigens, ich weiß nur, dass ein Kollege die Dinger immer hatte und die total gefeiert hat. Und ich weiß noch, dass man die Packungen, ich weiß nicht mehr wofür, aber irgendwann, wenn man die Packung ins Eisfach gepackt hat, ist da irgendwo so eine Geheimschrift drauf sichtbar geworden. Ich weiß nur nicht mehr warum. Ob es ein Gewinncode war oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwas war da mit den. Jo, aber was das genau jetzt noch? Ich weiß es nicht mehr. Und ob das bei jeder Packung war? Nein, das war glaube ich nicht bei jeder. Das war nur bei ein paar besonderen. Bionicles habe ich hier auch noch. Oh Gott. Ja. Direkt neben den Power Rangers, wa? Nein, aber es gab dann noch irgendwelche anderen Roboter. Mäßig. Nee. Lego-Dingens. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen. Nee, meine Bionicles, die legen den Barbie. Barbie. Wie war das noch, wenn man eine Barbie-Figur, also wenn ein Mensch genau die Maße, die Körpermaße einer Barbie-Figur hätte, wäre er nicht lebensfähig? Ja. Mhm. Aber das ist schon kein Geheimnis mehr. Nein, das ist kein Geheimnis, aber schon irgendwie interessant. Das, was man sich da so als Figur erdacht hat, ist nicht lebensfähig. Gut, toll. Schönes Ideal. Guck dir so eine komische Barbie mal an. Ich weiß nicht, ob das direkt von Barbie kam, haben sie ja gemacht wie ein Mädchen, sag ich mal. Hatte Barbie irgendein Alter? Keine Ahnung. Ich schätze auch mal so, wie Teragi gerade sagte, aber da haben sie eine, wie sie heutzutage aussehen würde. Oh Gott. Bisschen dickere Beine, bisschen Bauch oder auch normal und alles. Nicht so schön, wenn die keine Gravitation Ahnung, lange Haare. Der Zahn der Zeit ihre Spuren hinterlassen. So ungefähr. Also wie manche Mädels heute sage. Ist hier Holz unten drunter? Achso, wegen dem Dach. Ah, stimmt, hier drunter ist ja der. Ah, scheiße. Warum liegt hier Stroh? Warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Mit dem Thema, Dings, Minecraft könnt ihr bei mir eigentlich jetzt im Moment nicht kommen. Ich bin so auf dem Skyrim-Fieber. Was müsste für dich nach bei Skyrim reinkommen? Nein! Nein! Warum? Diese Frage wirst du freuen. Was heißt Skyrim? Wahrscheinlich eher, wenn es ein neues Elder Scrolls kommen würde, würde ich mir auch irgendwie so einen Survival-Aspekt noch vorstellen mit Essen, Trinken, Schlafen. Dass das wichtig sein wird. Das wünsche ich mir noch drin. Es gibt zwar einen Mod, aber ich würde es gerne in den nächsten Elder Scrolls so drin haben. Ma. Diese Begeisterung nicht dafür. Dann hat wenigstens was Essen und Trinken und Schlafen eine Bedeutung, einen Sinn. Ah, das Essen und Trinken hat ja jetzt eigentlich schon eine Bedeutung, oder nicht? Lebenspunkte wiederherstellen, oder? Diese zwei Punkte, die man da kriegt, ne? Aber du kriegst doch was dafür. Genau. Haben oder nicht haben. Sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Habt ihr denn schon was von The Witcher 3 so ein bisschen geguckt? Nicht gesehen. Mehr als vor 2 Jahren auf der Gamescom. Achso. Seitdem also letztes Jahr habe ich nicht viel mitgekriegt. Okay, was 3, weißt du gerade, wann Release ist? Der weiß nur, wann GTA Release ist. Wir haben es, glaube ich, nochmal verschoben oder so war das. Ja, wie heutzutage letzte Zeit jedes Spiel. GTA 5 wurde verschoben, Project Cars wurde mal wieder verschoben, zum 7. Mal. Finde ich auch super. Ja. Also am meisten ärgert dich doch das Verschieben von GTA. Sicher. Das hat mich aufgeregt, ne? Sollte erst auf meinen Geburtstag kommen, da dachte ich schon, ja komm, das geht ja noch. Und dann jetzt, was, 14. April, ne? Ich weiß nicht, was aktuell ist. Teragi? 14. April, ja.
Das kommt aber auf jeden Fall dann. Wurde ja noch nie verschoben. Vor allem, die wollen ein perfektes Spielerlebnis für den PC haben. Ja. Aber dadurch, dass die das immer wieder verschieben, wird man umso genauer hingucken. Die ganzen Kritiker und Reviewer genauer hinschauen und dann einen und dann anderen Fehler auch finden. Und dann werden sie zerrissen. Oh ja. Dann gibt es richtig Stress. Und zu was? Mit? Und zu was? Zu Recht. Ja. Ich hoffe mal, die machen da alles top da auch mit. Ach, scheiße, auch mal, der Tools mit. Auch mit dem Multiplayer-Modus oder so, dass die da nicht irgendwas verhauen oder sowas, dass der nur. Ich keine will Ahnung. Vor allem hoffen, dass sie vernünftige Server hinkriegen, die nicht laggen und so eine Scheiße. Ja. Und ein vernünftiges Anti-Cheat. Ja. Nicht sowas wie bei der Konsolenversion, als dann die Online rauskam, wo die dann unglaubliche Probleme hatten mit den Servern. Wie war das bei SimCity? Was sie auch bei den Heists dann hinter hatten. Probleme. Ja, die Heists sollen, guck mal jetzt, Heists sind ja schon online. So wie ich gehört habe. Seit dem 10. März sind die Heists jetzt, glaube ich, online. 10. ja. Ja. Sind wir mal, ich lasse mich mal überraschen. Aber die Heists sollen halt richtig geil sein. Boah, war ja im Singleplayer schon geil, da die Bank ausrauben und so, die Mission, hat schon Bock gemacht. Schlimme ist, da kann ich gerade nicht mitreden, weil ich es noch nicht gespielt habe. Und so ein Heist-Mission, die soll 3 Stunden gehen. Ja, was denn? Dann haben wir wenigstens was zu spielen, ist doch voll gut. Ja. Und man muss Level 12 sein, damit man die anfangen kann. Na, herzlichen Glückwunsch, dann werden wieder Teragi wird als Erster das Level erreicht haben, gefolgt direkt von Shin. Wird wahrscheinlich, keine Ahnung, so suchen, dass ich schon von Beginn an Level was weiß ich hab. Ja, deswegen sag ich das ja. Du wirst als Erster das Level erreichen, gefolgt von Shio. Ist so. Kann ich schon mal prophezeien. Das weiß ich einfach schon. Ich denk mal, meine Hardware sollte das auch packen. Ach Quatsch, dein Rechner taucht nichts. Was denn? Die Wahrheit tut weh. Noch packt die 680 alles. Noch. Ja, noch. Dann denk mal, da wird auch noch ein bisschen. GTA. Ach, glaube ich nicht. Bin an Witcher 3. Weiß nicht, ich habe für Witcher noch nicht die Sims. Wenn ich mir überlege, dass vor 2 Jahren Witcher schon auf der GC war, würde ich jetzt mal behaupten, und man das da mit der aktuellen Nvidia-Grafik beworben hat, würde ich jetzt mal behaupten, das müsste laufen. Dann das Einzige, was ich von Witcher gehört habe, es gibt mehr Zeit, mehr Sex und mehr Gewalt. Habe ich kein Problem mit, muss ich ehrlich sagen. Also, genau wie bei, ja, bis jetzt nicht Knackos Thema, Game of Thrones. Game of Thrones, da sollen ja die nächsten Staffeln nicht mehr so sein wie die Bücher, damit die Buchleser zu den Serien gezwungen werden. Ja, keinen Vorteil über den Buchlesern haben. Doch, ich hab's verstanden. Gegenüber den Serien gucken haben, so. Mensch. Das ist die größte Logik, die ich je gesehen habe. So, ist rein logisch. Wobei, in den Serien soll noch mehr Tote sein als in den Büchern. Warum also, verbreitet man sowas als Gerücht? Ich sehe schon das Ende von Game of Thrones. Alle tot. Alle sind tot. Die ganze Welt ist ausgerottet. Atomkrieg! Sorry. Nee, Drachenkrieg, keine Ahnung. Die Drachen, die sind ja aus der Rand und Band. Ich bin erst bei der 2. Staffel, 2. Folge. Jetzt habe ich gestern noch eine Serie angefangen. Warum tust du sowas? Ich weiß nicht.
Und dann bin ich gestern hängen geblieben. Eine Folge geht aus und eine, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde, Stunde und hab gestern 15 Folgen hintereinander reingeballert. Tja, da sieht man mal, wie viel Zeit du hast. Boah. Dann erzählt er wieder, dass er voll im Stress ist und zu nichts kommt, weißt du? Ja. So ist es halt. So ist das Leben. Genau. Wenn du das verstehst, ist mir klar. Du bist genauso ein Serienjunkie. Ich habe jetzt im Moment nur 5 Serien oder 6 Serien, die ich parallel gucken muss. Ach so, ja, das ist ja nicht. Das ist doch nichts. Was geht da dann noch? Was guckst denn du im Moment? Better Call Saul. Neue Staffel von Arrow, dann die neue Serie Gotham, Flash, die neue Staffel von Walking Dead. 5, ich hab da doch noch bestimmt irgendwas. Wie weit bist du bei Walking Dead? Die neueste Folge, irgendwie 12 oder so. Bei der 5. Staffel oder wie viele Staffeln es inzwischen gibt. Ja, 5. ist im Moment. Ich muss auch noch weiter gucken, bin gerade 5. Staffel, 4. oder 5. Folge oder so. Nee, 5. oder 6. Folge, glaube ich. Was ist denn hier die Mitte? Ist das hier die Mitte? Weiß nicht, ich hau mir da jetzt ein Loch rein, so. Aber ich finde immer noch die Stimme von dem Jungen, vom Carl. Carl. Passt irgendwie nicht. Carl, die passt voll nicht zu dem. Carl. Ah ja, das verzogene Etwas. Ja. Findest du, dass die Stimme zu dem passt irgendwie? Zu der Figur? Irgendwie hat der eine blöde Stimme. Irgendwie, weiß nicht. Und Frau auch schon gesagt. Ach scheiße, jetzt hab ich das Holz. Nee, ich brauch doch hier gar kein Holz. Ah, oh, Nacko. Baut doch mal hier was ein. Was machst du denn schon wieder? Wo bist du? An der Farm am Umbauen. Der macht nur Mist. Das ja, macht der. Mach ich solltest doch immer. Das ist, genau, das solltet ihr doch beide mittlerweile wissen, dass ich immer irgendwas mache. Ja. Ich komm mal zu dir. Oh no! Oder? Hey! Was? Wo ist es hin? Ich hatte doch gerade mehr Zäune. Wo bist du hin? Meine Zäune sind die Kate. Oh Mann. Ja. Alte Scheiße. Brauch mehr Zäune. War hier noch irgendwo Holz in irgendeiner Truhe? Nein, in der nicht. Da ist alles drin, nur kein Holz und auch keine Zäune. Ich will nicht mein ganzes Holz dafür verbrauchen. Und ich will auch nicht nochmal zurückrennen. Faule Sau. Nee. Ich hab mich immer noch nicht für NES entschieden, ey. Bei Saturn war auch irgendwie nur... Ach, wo waren wir heute noch? Was war das? Bei diversen Märkten. Ja. Du sollst hier keine Werbung machen, Mensch. Genau. Elektrofachhandel. So, jetzt sind meine Zäune auch komischerweise wieder da. Und das für wird dich, schon wieder dunkel. Für dich. Das ist sehr für schön dich. Für dich. Ja. Das Dach immer noch nicht erweitert. Ich habe immer noch kein Glas drin. Das ist so. Achso, machst du das mit den Zäunen? Why not? Ich brauche irgendwas, was hier abgrenzt und das schien zu passen. Und wie kommt man dann da rein und wieder raus? Wart's ab, ist ja noch nicht gar fertig. Nicht. Okay. Ha, wer einmal hier drin ist, hat verkackt. Der ist Knecht. Toll. Mein Gott, geh doch ab, so. Machst du auf 2 Etagen? Ah. Braucht Platz? So. Oh. Scheiße, ich hab auch kein Gravel mitgenommen. In Anführungszeichen reicht. Gar nichts. Also im reichen Viertel ist nicht viel los, ne? Reicht den Reichen halt. Oh. Der Ragi, jetzt komm mal hier hin, da. Komm doch mal. Was für Hinder? Er soll hier hinkommen auf dem Server. Ich mal alles angucken. Bring ihn doch. Der Ragi. Nein. Warum nicht? Weil es so ist. Okay, ja, dann verstehe ich das. Das ist kein Argument, was ich gelten lasse.
sollst, musst du aber. Nein, ich werde dich zwingen. Keine Serie, bis du hier warst. Was? Eine Serie, bis ich was war? Nein, hä? Keine Serien mehr, bis du hier warst und dir alles angeguckt hast. Genau. Kannst mir gar nichts. Das sagst du. Warte mal ab, ich komme gleich zu dich bei. Guck mal bei. Nee, wie war das mit Muttern immer? Der Spruch? Nein, den werde ich jetzt hier nicht bringen. Guck mal bei der Mutti. Nein. Oh, super. Ich hoffe, man sieht das in der Aufnahme, ey. Du bist Stream garantiert. Ich habe hier gerade eine tolle Meldung, dass der neue Treiber für meine Grafikkarte verfügbar ist. Ist ja super. Wow. Das ist ja der helle Wahnsinn. Laufen jetzt zwei und vom Preis von dreien. Ich glaube, im Stream war es auch nicht zu sehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ach ja, die wollen ja jetzt. Geht. Nvidia bringt ja jetzt aber. Hat jetzt schon rausgebracht oder will jetzt rausbringen, die Titan X. Auch mal besser, glaube ich. Und trotzdem viel zu teuer. Auch ein bisschen. Oder hat die Z gekostet, wo sie rausgekommen ist? Ich weiß nur, dass als gerade raus war, die aktuelle Titan zu dem Zeitpunkt die 770 oder die 780? Ich glaube die 780 TIOC das Ding ausgestochen hat in gewissen Punkten. Ja, TIOC war das 780er. Ja, ich sag ja, das Ding hat teilweise die Titan ausgestochen. Das finde ich irgendwie schon ein bisschen armselig. Dann gibst du so viel mehr Geld aus für eine Titan und sagst, haha, ich habe hier ein super dickes Flaggschiff und dann kommt einer, der nicht mal die Hälfte davon bezahlt hat, an und sagt, hier, leck mich, ich bin besser. Aber die Titan hat doch auch mehr Speicher, oder nicht? Frag mich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die Titan. Ich glaube, die Titan Z hat 12 GB. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich kenne die Spezifikationen nicht auswendig. Nee, schon. Hätte wohl gerne, aber. Welcher Gamer nicht? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, würde ich sie haben, würde ich sie verkaufen. Weiß ich nicht. Klopp, nix da, die wird eingebaut. Und dann nur zum Rendern, ne? Nicht nur, aber auch. Ja. So, kannst du dich noch an das Lagergebäude erinnern? Nein. Ich habe alle Erinnerungen an dieses Gebäude verdrängt. Okay. Es ist weg. Yes. Da war nie eins. Es ist nie da gewesen, es ist weg. Ach ja, das Handelsding. Weiß ich nicht. Nee, heute geschlossen wegen gestern. Heute wegen gestern geschlossen heißt das eigentlich. Ja, egal. Ist hier noch. Ach, wir haben nur so viele Kakaosamen hier. Kakaobohnen. Ach, wir haben Kakaobohnen? Wo? Ja, ich habe hier nur in der Kiste welche gefunden. Haben wir Lilipads irgendwo? Und wenn ja, wie viele? Was für Dinger? Seerosenblätter. Ich glaube nicht. Brauch welche? Guck mal, ob ich beim. Ah, wo kommst denn du her? Kommt denn von hinten? Ach, da vorne. Ich guck mal, ob ich bei mir welche hab. Hau ab! Ah, Seerosenblätter. Geht auch eine normale Rose? Nein. Eine Spinne! Spinny! Also ich muss dich leider enttäuschen. Das ist nicht gut. Hab ich nicht. Und wann müsst ihr morgen raus? Früh wie immer. Okay. Ich nicht. Ah, Spinne! Bist du bekloppt? Blödet Vieh, stirb! Irgendwas wollte ich machen, ich hab keine Ahnung. Du wolltest schreiend im Kreis laufen, mit den Armen rudern und sagen, wir werden alle sterben.
gehe mal wieder zurück auf meine neuen Errungenschaft. Melon Seeds, die hätte ich jetzt gerne mal. Hör gefälligst auf, dich zurück zu verwandeln, du Scheißfeld. Ich weiß, dass hier kein Wasser drunter ist. Hör auf, dich zurück zu verwandeln. Ich werde mich gleich, wenn wir irgendwann fertig sind, erstmal durchlesen in hier Kopfhörer, welche ich mir jetzt hole, welche nicht. Gott, du machst da viel zu viel Wissenschaft draus. Ja, wenn, dann will ich was Vernünftiges haben. Ist ja gut, aber übertreiben muss man es trotzdem nicht. Ja, so sehr übertreiben will ich jetzt auch nicht, ne? Das tust du aber gerade. Nein. Doch. Ich will nur mal was Vernünftiges haben und nicht zweimal kaufen. Egal, was du dir kaufst, du wirst trotzdem früher oder später feststellen, oh Scheiße, das wäre besser gewesen, wenn nicht anders und so. Ja. Ach ja, Mann, blöde Spinne. Ich glaube, ich werde gleich wieder von einem Skelett verfolgt. Irgendwie, weiß ich nicht, ich renne hier durch und blende Püppis irgendwie aus. Ich renne einfach mitten in den Arme. Willkommen in meiner Welt. Level 30, können wir da irgendwas verzaubern? Ich bin hier gerade aus Platzgründen nicht imstande, hinter jedes Feld Wasser drunter zu packen. Deswegen. Aua, scheiß Skelett, geh weg! Deswegen baue ich die hier gerade sozusagen trocken an, aber das hat so funktioniert. Komm mal hier ran, Skeletor, komm mal hier ran. Komm mal hier rüber. Hey, komm mal ran. Hört dich nicht. Hört dich doch nicht. Ja doch, der hört mich. Er weiß ja, dass ich hier bin. Komm mal ran auf den Meter. Pöck. Aua, scheiß Repetierer. Tot. Scheiß Viech. Und diese Repetierskelette. Toll, meine Hose ist gerade gebrochen. Ein Glück ist das nicht nervig. Besser, dass die Ho zerbricht als sein Herz, Nako. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Lass mich hier alleine. Nee. Aber Wie ist die Serie, die du nochmal angefangen hast? Da? Weeds? Ja, Weeds, genau. Weiß nicht, ich brauche irgendwie Serien, die mich von Anfang an irgendwie packen oder so. Keine Ahnung, irgendwie bei Weeds habe ich das irgendwie nicht gemerkt. Ach doch, ist lustig. Ich fand's zumindest relativ witzig. Ja. Weiß nicht mal warum, ich fand's einfach lustig. Mal gucken, ob ich da irgendwann nochmal reinschaue. Wenn ich eine gute Stelle finde, die ich jetzt mal aus dem Kopf zumindest dir nicht sagen kann, dann schicke ich dir einen Link. Okay. So. Trockener Anbau dauert länger, aber da wir eh nicht schnell Kürbisse und so brauchen, ist das nicht das Problem. Ja. Wassermelone ohne Wasser. Ist eine gute Idee, oder? Boah. Aber nur so Wassermelone. Ist dann so groß wie eine Erbse. So, ach. Weißt du, die Felder, die ich vorhin abgerissen habe und loswerden wollte, die haben sich nach 2 Minuten immer noch nicht zurückverwandelt und die, die ich hier nur eben schnell bepflanzen will, verwandeln sich sofort. Das passt doch auch nicht. Fällt mir hier gerade so auf, das passt überhaupt nicht, das kann ich vergessen.
kann ich hier genauso weitermachen wie da oben. Mach jetzt passend. So. Was nicht passt, wird passend gemacht. Genau. Das mache ich hier ja gerade. Das ist Minecraft-Logik. Nein, das ist ein Film. Beziehungsweise, das ist der Lebensstil oder die Haupt... Ja, das Hauptargument des Menschen. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Fertig. Ist das gut für andere oder die Umwelt? Scheißegal. Mach einfach. Muss auch mal sein. Okay, 8 reichen nicht, scheiße. Melonenkerne musste ich noch machen. Noch? Das ist ein Dirtblock gewesen, kein Melonenkern. Toll. So. Melonen gepflanzt. Kürbisse auch. Stehen jetzt hier in der Mitte, hoffentlich. Und ausgeleuchtet werden muss ja auch noch. Was ist denn das? Das hat da nichts verloren. Brauche ich noch Stone Slabs und Fackeln. Beides habe ich. Fackeln habe ich dabei, aber keine Stone. Ne, Stone Bricks, nicht Stone Slabs. Stone Bricks habe ich keine dabei. Dum, dum, dum. Oh Mann, ja, das war dann jetzt wieder eine sehr spannende Folge. Es ist nämlich fast rum. Fast. Ihr diskutiert über Serien und ich baue mehr schlecht als recht ein Feld mit Kürbissen und Melonen. Juhu! Ja, erzähl doch mal was. Ich weiß nicht was. Ich bin nicht im Moment sehr wirklich redselig und so und überhaupt. Wenn ich ein Thema hätte, dann könnte ich labern, aber ich habe keins. Tja. Na gut, ich hätte noch ein Thema im Check. Das, ja, das können wir mal diskutieren. Mal gucken, vielleicht reicht es ja noch bis zum Folgenden. Ich hoffe es mal. Wie wär's denn mal damit, was gerade auch Terrani, weil er ja so häufig online ist in letzter Zeit in Minecraft. Was ist denn das, was du hier so noch vorhättest zu bauen auf diesem Server? Icke jetzt. Heißt du Terrani? Achso, auch was Terrani vor zu bauen. Ja, du. Wieso sollte ich was bauen? Weil du hast angefangen, was ist los mit dir? Ich hab gesagt, reiß das ab. Nein, reiß es gefälligst selber ab. Na los, sag was, was würdest du hier bauen? Nichts. Keine Ahnung, ich baue doch nichts. Was hattest du vor zu bauen? Ich wollte eine riesige Inselgruppe bauen, die fliegt. Und was hindert dich daran? Alles. Boah. Terrani, du bist der Gott der Konversation. Du schaffst es innerhalb von Sekunden, ein Thema zu töten. Ja, und? Problem? Ja. So viel zum Thema, vielleicht reicht's ja noch bis zum Ende der Folge. Unglaublich. Na gut, es dir ist ja so unglaublich viel rauszukriegen. Mike, was hast du hier noch, außer dem, was wir eh schon alles erwähnt haben, vor? Ist dir noch irgendwas eingefallen? Erstmal hier will ich da hier alles mal ein bisschen umbauen. Dann auf den komischen Berg, was hier abgetragen wurde. Das Graue, was man gerade bei mir auf der Karte sieht. Ich habe keine Ahnung, was ich da oben mal hinpacken will. Sowas wie ein Vulkan wäre nicht schlecht, ne? Ach, jetzt komm. Ein Vulkan direkt am Haus? Ich hab einen Vulkan versucht. Dann nicht. Ich hab schon mal einen Vulkan versucht, das endet in einer Katastrophe. Wieso? Weil ein Enderman. Vielleicht bei dir. Ja. Dann sah das wirklich aus wie ein Vulkan. Da lief die Suppe überall lang. Ja, und nicht da, wo sie hin sollte. Ach ja, ich erinnere mich, das war gut. Ich fand den Enderman lustig, aber da Griefing hier aus ist, ist das eigentlich egal. Ja. Nee, aber ehrlich gesagt, im Moment, ja.
wir haben noch genug. Ja, auf der Liste steht ja genug auf einer Agenda. Auf der Agenda, wenn ich sie noch finde. Ich habe sie irgendwo auf meinem tollen Blog, der hier irgendwo rumfliegt, habe ich es mir aufgeschrieben, aber ich weiß es gerade nicht mehr alles. Wo ist mein Blog hin? Fackeln, habe ich genug dabei? Ja. Wie gesagt, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, im Moment nichts geplant, weil wir noch so viel im Repertoire haben. Ja, also wir bräuchten Leute, die hier mitbauen, aber da Teragi ja so oft da ist und alle anderen, die bis jetzt hier mal mitgebaut haben, angefangen haben und dann, naja, decayed sind. Naja, ist das so eine Sache. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Wieso hast du da? Ich will eine fliegende Inselgruppe bauen. Oh mein Gott, das ist Arbeit. Oh Mann, ich kann nicht fliegen. Ach, leckt mich doch alle offline. Ja, Problem damit. Ja. Wir dürfen den Scheiß abreißen. Das ist dann die ultimative Antwort. Dann reiß es ab. Was? Wieso hast du denn keine Lust mit der Ragi? Weil ich nicht fliegen kann. Sag jetzt nicht. Los, sag das. Das ist der Grund. Ja. Das ist der Grund, oder was? Ja. Okay. Ich hab die Übersicht da verloren, deswegen. Wir haben nämlich eine Dünen-Map. Nein, die Übersicht von dem, was ich gebaut habe. Du hast doch noch nichts großartig gebaut. So. Das passt. Das passt? Ja, das passt. Fackeln. Will hier ja nicht zu lange fackeln. Was? Halt. Der war doch super. Jetzt, wenn er was anderes sagt, wird geschlagen. Nö. Wer stimmt dagegen? Siehste, es gibt alle. Keine Gegenstimmen. Doch. Ich weiß nicht, ich hab das Feld zertrampelt, das sollte eigentlich nicht gehen. Haha, passt sogar. Voll cool. Ausgeschaltet. Sollte ausgeschaltet sein. So, Nako, gute Nachricht schon mal. Alle Eisentüren sind hier erstmal raus, so viel ich weiß. Das ist ja dein Problem. Du musst da durchlaufen, nicht ich. Ja, aber trotzdem irgendwie. War hier nicht in der Nähe auch ein Enderportal? Ja, ist das sogar markiert. Ja. Ich hab die Dünen-Map schon seit längerem nicht mehr benutzt. Mach ich mir. Ich glaube, ich hab's sogar jetzt gefunden. Ist auch offensichtlich. Zählen hier gerade Fackeln aus, deswegen rede ich auch noch weniger als sonst. Toll. Passt. Zähl doch mal ein bisschen. Ja, sag doch mal was? Irgendwas. Was soll Hallo. Ich erzählen? Weiß nicht. Soll ich die frohe Kunde erzählen, dass ich endlich meiner Sucht, meiner Gier nachgeben konnte und mir ein Gamescom-Ticket kaufen? Mein Gott, was soll ich sonst erzählen? Weiß nicht. Ich glaube, so. Ich bin am Enderportal. Du bist am Ende? Ja. Du bist sogar wirklich fast am Ende. Die Folge ist nämlich in einer Minute rum. Oh. Dann reden wir dann ganz so schnell eben zu Ende über alles. Was? Schon gut. War nix. Bann dich, mach mich nicht kaputt. Ich hab nichts gesagt. Lass mich in Ruhe. Was sagst du denn dazu, Teragi? Wozu? Sehr viel. Ist nicht. Zu allem. Sehr viel. Warum bist du schon wieder im Kreativ? Weil ich mich jetzt hier drüber begeben wollte, den Endscreen hier zu machen. So, das Feld ist nämlich jetzt fertig. Okay. So, auch wenn noch nichts drauf gewachsen ist, aber es ist fertig. Sehr gut. Hast du es denn schon bepflanzt? Ja. Aber okay. Es ist halt noch nicht gewachsen. Es sind noch kleine Saplings. Oh. Ja.
Also sind wir am Ende oder machen wir Ende? Wir sind am Ende. Wir sind völlig am Ende und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Das weiß ich schon länger. Ja, eigentlich wissen wir schon, was wir noch machen sollen, nur. Ja, aber ja. Ja, gut. Auf jeden Fall. Folge ist mal wieder zu Ende, trotz 45 Minuten. Und irgendwie kommen sie mir diesmal sogar ein bisschen länger vor. Beim letzten Mal habe ich ja irgendwie gefühlt alle 5 Minuten gesagt, Folge vorbei. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Da ging es irgendwie leichter von der Hand, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich mich hier gerade durch das durchquere, wo wir uns das letzte Mal vorgedrückt haben. Boah. Mehr oder minder. Naja, auf jeden Fall, was haben... Ja gut, ich habe hier hauptsächlich die Farm fertig gemacht und wie weit bist du da drüben gekommen beim Haus? Haus ist soweit fertig, also von außen... Ja, ich wollte nur ein bisschen da was anbauen, irgendwie vielleicht. Muss ich mal schauen von draußen. Aber du hast jetzt alles an dem Holz, was du nicht leiden kannst, ausgetauscht. Genau, das habe ich erstmal fertig. Und die Türen rausgeschmissen. Ja, kleines Vordach. Vielleicht kommt noch irgendwie... mal gucken, an der Seeseite... Stimmt, wir sind ja an einem See hier, ne? Ja. Sieht zuerst aus wie ein Meer, aber nein, es ist nur ein See. Deswegen ja unser Tunnel zum Meer. Der auch vielleicht nicht fertig ist. Nee, der muss noch Steine weggerissen werden. Der muss noch geflutet werden, oder hatte ich das schon? Das hatte ich gemacht. Ach, du hattest. Ich weiß nicht, irgendwas war da. Wir wollten es gemacht haben, aber wir hatten noch nicht. Ja. Irgendwann mal war mir langweilig, da habe ich das offscreen gemacht. Böse, böse. Ja. Ja, egal. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Achso, und warte, Moment, du hattest noch das Lager abgerissen, stimmt's? Genau, das Handelsdepot. Das hattest du auch noch geschafft, was... dieses komische Ding. Ja, das ist ja schon länger weg. Aber es ist weg, das ist schon mal gut. Es ist weg, ja. War eh nicht zu Ende gebaut, halb angefangen und keine Ahnung. Na, dann würde ich sagen, beenden wir das hier jetzt erstmal und ja. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich weiß noch nicht genau wann, je nachdem, ob wir zum Aufnehmen kommen morgen oder so, weil ich glaube, wir wollten jetzt nicht unbedingt jetzt noch weitermachen. Und ja, gut, und dann gucken wir mal. Ich versuche möglichst zeitnah eine neue Folge dann hochzukriegen. Also ich hoffe mal, dass ich es in 2 Tagen schaffe, aber ich weiß es nicht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht's dann hoffentlich weiter mit der Grundsteinlegung. Nehme ich mir zumindest vor. Für das Schloss und den Hügel. Ja, vielleicht helfe ich da ein bisschen. Mal schauen. Mal gucken. Mal schauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.